Moin Moin und herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer, Freunde und Abonnenten meines Kanals. Es geht weiter mit Let's Play Spyro the Dragon, genau. Spyro 2, Riptus Rage HD. Wir sind jetzt wieder in einer neuen Aufnahmesession. Ich muss jetzt gerade erstmal mein Spiel leiser machen, weil sonst hätte ich wahrscheinlich mein Gehör verloren, so laut wie das war. Wir machen auch gleich weiter. Wir haben schon 50% von Riptus Rage abgeschlossen. Und ja, würde ich sagen, starten wir gleich wieder rein. Ja, in der letzten Folge, glaube ich, waren wir hier in Windhafen, genau, und haben das komplett abgeschlossen. Und jetzt wollen wir weitermachen. Das heißt, wir müssen jetzt hier die Leiter erklimmen. Und wir wollen ja auf jeden Fall, wie ich schon in der einen Folge sagte, die Fluglevel zum Schluss angehen. So, und dann sind wir hier nämlich auch schon beim nächsten Level, und zwar dem Wüstenpalast. Genau, ich glaube, die beiden heißen Hänsel und Gretel. Aber wir werden es ja gleich sehen, wenn wir mit ihr schnacken. Hallo Spyro. Oh. Mein Bruder Hänsel und ich wurden geschickt, um diese Burg zu sprengen. Aber diese fiesen Soldaten haben Hänsel erwischt und ich sitze hier fest. Okay, Hänsel und Greta. Wenn du die Türen öffnest, die den Weg versperren, kann es Hänsel suchen. Und dann beenden wir unsere super geheime Agentenmission. Alles klar, und du, würde ich sagen, lispelst ein wenig. Gut, das kann ich auch mal ganz gut. Aber was soll's, wir wollen die supergeheime Agentenmission ja auf jeden Fall hier retten. Von Hänsel und Greta. Und dann gucken wir jetzt einmal ins Handbuch. Hier gibt's zwei Kugeln, 400 Edelsteine. Ach, das hörte sich gerade so ganz komisch auf meinen Ohren an. Sorry, immer wenn man ins Pausemenü geht, dann hört sich die Musik ja mal ein bisschen anders an. Ich war gerade richtig irritiert. So, gucken wir mal, ob es hier... Ja, alle Bäume, okay. Alle Bäume Fähigkeitspunkt, da wollen wir mal gucken, was das bedeutet. Weiß nicht, ob es irgendwie heißt, gegen diese Bäume gegenzurennen oder so. Ich habe auf jeden Fall Kamele als Feinde. Weg mit euch. So, und hier müssen wir nämlich immer diese Fahnen hier hochschwenken, damit wir weiterkommen. Fahnen hochschwenken. Die Fahnen hissen. So. Ich werde jetzt einfach mal gegen jeden Baum hier einfach einmal gegenlaufen, einfach um zu testen, ob das damit gemeint ist. Und ich habe gesehen, da habe ich gerade einen Edelstein vergessen. Den wollen wir ja auf jeden Fall mitnehmen. So. Lachst du? Oh, da ist schon die erste Kugel, die wir uns einsacken können, beziehungsweise erbeuten können. Oder gewinnen können, wie man es auch möchte. So, bevor ich das mache, gucke ich mich hier einmal um, ob es irgendwo Edelsteine noch gibt. Jo. Auch.
Ich glaube, die gehören aber jetzt nicht zu den Bäumen, die wir umrennen sollen. Glaube ich jetzt einfach mal. Der, glaube ich, könnte dazugehören, weil da wieder eine Kokosnuss runtergekommen ist. Und da haben wir auch schon Schaden genommen. Naja, gut, reden wir mal mit Jäger. Die Affen sind aus dem Avalazo ausgebüxt und ich soll sie einfangen. Aber sie bewerfen mich mit Kokosnüssen und das tut weh. Kannst du mir helfen? Klar, Jäger. Das ist immer so geil. Sie sind aus dem Avalazo ausgebüxt und du bist ja eigentlich auch ein Tier. Aber egal. Klar. Toll. Stürme einfach gegen den Baum, bevor ich getroffen werde. Ich kann die fallenden Affen fangen. Mir nach. Ja, müssen wir immer ein bisschen aufpassen, weil Jäger kann auch getroffen werden. Und wir natürlich auch. Okay, oh, aufpassen. Oh, dann wären es nur noch drei. Ich dachte jetzt gerade, wäre Jäger getroffen worden. Hä? Wie unfair ist das denn? Puh. So. Danke, Spyro. Bitte nimm das hier. Das hatte einer der Affen dabei. Jetzt habe ich es geschafft. Bin da wirklich hier nochmal gescheitert. Einmal. Und ich habe euch jetzt zugeschaltet, als ich den letzten Affen geschafft habe. Oh, die Affen hängen schon wieder da, weil hier ist das so ein bisschen tricky. Hier muss man nämlich, hier sieht man auch, dass ich nochmal selber getroffen wurde, weil Sparks grün ist. Weil hier muss man so ein bisschen hier so stehen, dass das Jäger nicht getroffen wird von der Kokosnuss, weil auch wenn die da noch so ein bisschen rumspringt, nimmt er immer noch Schaden. Naja, gut. Das hätten wir geschafft. Ja, bald schon wieder ein extra Leben kriegen. Warte mal, ich muss nochmal nach Bäumen gucken. Nee, okay. Einmal die Flagge hissen. Okay, das Ding können wir noch nicht kaputt machen. Wahrscheinlich wieder irgendwo eine Rakete oder eine super Powerflamme. Nix da. So, jetzt. Hier ist wieder ein Baum. Jo, das war nix. Huch, was war das denn? Oh, irgendwie wurde hier gerade durch den Typ da oben die Schlangen da in den Körben getroffen. Gut, da habe ich jetzt ein extra Leben bekommen. Au. Ja, auch nicht so schlimm, dass wir da Schaden genommen haben, denn okay. Ist aber jetzt nicht irgendwie eine Rakete oder so dafür, ne. Guck
Gut, dann gehen wir jetzt weiter. Oh, guck mal, da geht's auch noch irgendwo hin. Okay, das ist ein Wirbel. Oh. Was haben wir hier denn Schönes? Explosion Time. Okay, da geht's wieder zum Anfang. Ah, okay, da zeigt er noch Diamanten an. Gehen jetzt erstmal hier rüber. Denn hier geht's ja auch weiter. Ich habe da jetzt gar nicht auf noch eine Palme bzw. auf einen Baum geachtet. Au. Nochmal au. Ach, guck mal, ja, super Flamme. Oh, ist Händel da schon befreit worden? Spyro, du bist ein toller Geheimagent. Jetzt können Händel und Is die Mission erfüllen. Nimm diesen Talisman. Ich hab ihn geklaut, als die Soldaten es aufgepasst haben. Danke, Greta. War. Aber der Flaggenhüter klaut sie ständig. Wenn du ihn umhaust, kannst du sie zurückbringen. Mein geheimer Decoder-Ring sagt, dieses Power-Up-Dings wird dir helfen. Schieße den Flaggenhüter vom Flaggenmast. Kehre mit den Flaggen zu Händel zurück. Ja, das ist immer so ein bisschen hin und her jetzt. Weil wir brauchen den Powerpunkt. Und müssen jetzt immer die Flaggen-Dinger da abschießen. Also die Flaggen geklaut haben. Du willst diese Flagge, Drache? Dieses Bombenspiel kann ich auch spielen. Oh, Entschuldigung, ich wollte dich nicht wegklicken. Ja, und das müssen wir dann dreimal machen. Ich weiß gar nicht, ob das scheitert, wenn wir einmal davon getroffen werden. Toll! Aber es fehlen noch zwei Flaggen. Ja, ich weiß. Können wir erstmal hier das Ding kaputt schießen. Oh, Fähigkeitspunkt erhalten. Anscheinend habe ich da oben den Baum getroffen. Ja, sehr schön. Dann hätten wir auch schon mal alle Edelsteine. Klar, Bob. Ja, wir müssen es nochmal komplett machen. Okay, wir dürfen nicht getroffen werden.
Das wäre jetzt echt ärgerlich. Also schön aufpassen. Uah. Uah. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Gott, Hilfe. Bald hast du es, Spyro. Nur noch eine Flagge. Ja, wie schön. So. Jetzt nehmen wir hier die Abkürzung. Kriegst du nicht so leicht, lila Biest. Ja, das wollen wir doch mal sehen, Bob. Oh Gott. Das wäre fast gewesen. Ich gehe schön hier oben drüber. Oh, so kann man doch schön einigen ausweichen. Oh. Oh, jetzt wäre das echt ärgerlich, getroffen zu werden. Das wäre die ganze Zeit ärgerlich, getroffen zu werden, aber natürlich nicht so sehr, wie wenn man am Anfang getroffen wird. Gut gemacht, Agent Spyro. Wie können wir dich nur belohnen? Wie wäre es mit dieser Kugel, die ich im Sand gefunden habe? Ja, danke. Händel. Ich glaube, Händel und Greta treffen wir sogar nochmal wieder im Spyro 3, Year of the Dragon. Ja, sehr schön. Dann haben wir hier alles. Dann ab nach Hause. Kann ja mal kurz was trinken. Die beiden haben anscheinend eine Superkraft. Sehr schön. Dann gehen wir gleich mal weiter. So, jetzt haben wir, glaube ich, nur noch... Ach nee, stimmt. Zerbrochene Hügel haben wir hier noch. Und dann noch die... Den Magma-Kegel... Haben wir noch eins? Ja, ich weiß hin. Ach ja, oh, wir haben noch ein paar. Es sind auf jeden Fall mehrere Level. Gut. Dann gehen wir jetzt zu den zerbrochenen Hügeln. Ja, an das Level kann ich mich auch noch ganz gut erinnern, weil man hier eine Sache mit Jäger machen muss, die auch nicht so cool in meiner Erinnerung war, weil das schon ein bisschen, ja, das heißt, schwer ist es nicht, aber ein bisschen nervig, aber wie gesagt, das habe ich jetzt nur noch so in Erinnerung, wahrscheinlich ist das auch gar nicht mehr so schwer. Es war halt damals, wo ich kleiner war, ein Kind war, für mich schwerer. So. Hallo, Herr Drache. Für einen Vierbeiner bist du ganz hübsch. Ich würde dich gerne im Tempel rumführen, aber ein paar gemeine Erdwürmer haben ihn in Stein eingeschlossen.
Ja, wir müssen jetzt hier unsere lieben Freunde retten aus dem Stein. Das sieht ja, das sieht ja auch aus. Oh, komm. Danke für die Rettung. Aber es sind noch mehr Satyren in Stein gefangen. Ja, die Satyren werden wir auf jeden Fall alle retten. Und ja, damit, wenn man die rettet, dann können sie diese schöne Dudelsack-Melodie spielen und dann zerplatzt der Stein. Genau. Genau, genau. So, dann machen wir weiter. Ah ja, das ist auch immer schön. Hier können einige Büsche auch Gegner von sein. Da muss man immer ein bisschen aufpassen. Hier in dem Fall aber nicht. Apropos, nochmal gucken. 3 Kugeln, 400 Edelsteine und Fähigkeitspunkte. Ja, 3 Runden Superladung. Oh ja, schön. Gucken wir mal. Ah ja, das hier sind die Gegner, die ich meine, die sich tarnen. Nämlich alles so ein bisschen verzaubert hier, die Welt. Oh, oh, das ging gerade noch mal gut. Puh, die Schweinchen hier. Ach, gucke mal. Wie süß ist das denn? Will man ja gar nicht abfackeln, um Schmetterling zu kriegen. Redest du? Nee, du redest nicht mit uns, okay. War ich hier drin schon? Nee, ne? Nein. Es würden hier nicht mehr die Behältnisse stehen. So. Wir müssen auf jeden Fall nachher noch hier nach unten. Das werde ich jetzt aber so lange umgehen, wie es geht. Au, genau so sollte man es nicht tun. Die kann man nämlich nur besiegen, wenn man die in die Lava schubst. So, ich muss dich jetzt leider grillen. Dieses Schweinchen. Ja, das war wohl nichts. So viel zu dem Thema, so lange umgehen, wie es geht. Also die Gegner muss ich hier auf jeden Fall... ...vorher schon ausschalten, bevor ich mich... Jetzt bin ich noch hier unten, ne? Es ist so geil. Ich mach's denn jetzt doch. Schon ein bisschen Sünde, ne? Aber nur so kann man die ausschalten. Wenn man sich hier nachher unten frei bewegen will, muss man die alle besiegen. Gerade wegen dem Supersprint. Lava in der Nähe. Und hier ist das nämlich nachher so eine Supersprintstrecke, die man 3-mal hintereinander laufen muss, damit man den Fähigkeitspunkt bekommt. So, ich glaube, jetzt haben wir hier schon ganz gut Platz gemacht. Ja, dann können wir jetzt doch wieder nach oben. Super.
Sehr schön. Ich glaube, hier geht die Sprintstrecke auch längs, ja. Nur noch zwei Satyre. Das Schwein. Wie das einfach dazu steppt. Schön frei zu sein. Jetzt musst du nur noch einen Satyr retten. Yes. Ja, und euch muss ich dort natürlich auch noch beseitigen. Leben nehmen wir natürlich immer gerne mit. Ja, bitte. Oh, ein Drache! Vielleicht kannst du helfen. Meine Freundin ist in dem Raum eingesperrt und der Schlüssel ist weg. Und um diese Uhrzeit arbeitet kein Schlüsseldienst. Das ist natürlich schlecht. Da müssen wir nämlich hier die Tür kaputt machen, um eine Kugel zu gewinnen und noch die letzten Edelsteine zu bekommen. So, oh ja, hier gibt's. Das ist auf jeden Fall hier mit einer Kugel auch nochmal verbunden. Oh, ich will mich einfach nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Wir gucken einfach erstmal. Du hast alle Satyren in den zerbrochenen Hügeln befreit. Jetzt solltest du den Tempel erkunden. Ja, das machen wir dann auch gleich. Da können wir nämlich schon mal den Talisman holen. Das heißt, wenn ich dann da so reinkomme. Ja, da komme ich schon rein. Junge, sicher erwartest du, dass ich sage, oh mein Held, danke, dass du mich, armes, hilfloses Wesen, gerettet hast. Vergiss es, Kurzer. Ich war nur hier drin, weil es so schön still war. Aber, tja, die anderen Faune wollten, dass ich dir diesen Talisman gebe. Alles klar, Sheila. Trotzdem gern geschehen. So. Das hätten wir abgeschlossen. Jetzt müssen wir noch da runter und das alles abschließen. Wow, das ging ja gerade nochmal gut. Okay, das ist klar, dass ich das auch aufrennen muss mit dem Supersprint. Weg mit dir, weg mit dir und weg mit dir. Und tschüss. Muss ich gleich erstmal gucken, wo der Powerpunkt überhaupt ist. Ah, ich höre ihn. Okay.
Ach man, ja, ihr steht absolut gar nicht im Weg. Ich muss euch erstmal zur Seite kicken. Verzieh dich und lass mich hier meine Runden drehen. Gut. Gut. Ja. Die kann man nämlich auch alle nicht zerstören. Ach, gehst du immer wieder zurück? Oh Mann. Ja, die gehen wieder zurück. Ja. Das liegt an der einen Aufgabe. Gut. Da bin ich ja mal gespannt. Oh Gott. Oh Gott, wo muss ich hin? Okay. Oh, zum Glück hast du diese Tür für mich aufgebrochen. Ich dachte schon, ich komme hier nie raus. Ich habe diese schicke Kugel gefunden. Bitte nimm sie. Danke, Christa. So, ich brauche einmal ein bisschen Schweinepower hier. So, jetzt muss ich erstmal die Strecke richtig auskundschaften. Geht dann, glaube ich, hier irgendwie längs. Oder auch nicht. Doch, die geht ja dann da runter. Okay. Aber ich muss jetzt erstmal noch das Ding aufbrechen. Wo war denn das? Jo, einfach genial. Ich muss jetzt erstmal mal gucken, wo das ist. Da ist das. Das heißt, könnte ich hier gleich so eine... Ja, ich könnte hier gleich schon so rumlaufen. Ja, sehr schön. Gut, dann wäre das auch geschafft. Dann könnte ich mich jetzt mal auf die Runden laufen, konzentrieren, um den Fähigkeitspunkt zu kriegen. Ja, so wird das schon mal nix. Nummer 1. Oh Gott. Und wieder von vorne. Man muss sich halt nur ein bisschen konzentrieren, aber na, so wie das dann immer ist, ne? Dann nochmal. Ich laufe jetzt lieber die richtige Strecke. Das 1, 2, 3 nicht zählt. Oh Gott. Hoffentlich zählt es noch. Wow, war das knapp. Geklappt. Sehr schön. So. Ja,
Hier müssen wir auf jeden Fall... Einfach stillhalten, hat er gesagt. Ich verwandle deine Stiefel in Gold, hat er gesagt. Oh, hi Spyro. Schön, dich zu sehen. Es wäre echt toll, wenn du den Alchemisten aufspüren könntest. Er schuldet mir was. Ja, das sieht doch schön aus. Und da ist dein Bogenjäger anscheinend. Nö, doch nicht. Aber wir müssen auf jeden Fall Jäger jetzt hier befreien. Und wir müssen aber erstmal den Alchemisten finden. Tja, auf jeden Fall fehlt uns noch ein Edelstein. Irgendwo liegt er noch. Wir werden ihn bestimmt noch finden. Gut. Ich experimentiere mit einem neuen Trank und würde ihn gern testen. Aber wegen der Erdformer traue ich mich nicht raus. Wärst du wohl so nett, mich zu begleiten? Ja. Toll! Halte die Erdformer einfach von mir fern. Dann bringe ich den Trank zu Jäger. Ja, das ist die nervige Aufgabe, von der ich geredet habe. Die erste Runde ist noch einfach. Aber vor allen Dingen, die hauen ja immer, wenn ich da hinrenne. Bringst du mich? Ja, ja. Boah, mein Gott. Ja, toll. Hauptsache, ich krieg die ganze Zeit auf die Fresse. Oh, Mann. Bin ich sogar noch K.O. gegangen. Ja, das wird auf jeden Fall eine für mich sehr nervige Angelegenheit. Das ist so ein Minispiel... So ein Mini-Dings, worauf ich gut verzichten hätte können. Ja, ja. Oh nein! Problem ist, man muss es nochmal machen. Oh nein. Ach, hab ich Glück gehabt, ey. Guck mal, und das meine ich nämlich. Der springt nämlich auf einmal einen ganz anderen Weg, mit dem du überhaupt nicht rechnest. Meine Füße fühlen sich schon besser an. Passt du bitte hierauf auf? Ach nee, komm stimmt. Komm wieder zu mir, wenn du den Kopfstoß beherrschst. Dann treten wir den Erdformern gemeinsam in den Hintern. Stimmt, wir müssen das nicht nochmal machen. Das macht dann schon mehr Spaß, aber wir können den Kopfstoß noch nicht. Das heißt, wir können das Spiel eh noch nicht, beziehungsweise das Level eh noch nicht abschließen. Und deswegen gehen wir jetzt erstmal zurück. Vielleicht können wir jedenfalls... den letzten Edelstein noch sammeln. Gucken wir mal, wo der noch sein kann. Es müsste ja ein Fünfer sein. Wahrscheinlich ist es ein Fünfer. Sehr schön, dann haben wir schon alle Edelsteine. Gut, das Level können wir noch gar nicht abschließen. Das können wir erst, wenn wir den Kopfschuss gelernt haben. Und das lernen wir erst in der Wintertundra, also in der nächsten Hauptwelt.
Da haben sie doch noch zum Tanzen bekommen. Sehr gut, aber jetzt sind wir schon bei 41 Minuten, meine Güte, da ein bisschen länger als sonst. Ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich fürs Zugucken, bis dann und ciao.